In diesem kurzen Do-It-Yourself-Video zeige ich euch, wie ich aus einem paar japanischer Essstäbchen, einem Gummiband und einem umgedrehten Kugelkopf quasi einen Video-Fluid-Neiger gebastelt habe. Am Ende des Essstäbchens habe ich das Gummiband einfach angeknotet. Das Essstäbchen an sich habe ich dann mit etwas Klettband am L-Winkel der Kamera festgezurrt. Und damit kann ich es einfach hin und her drehen, indem ich die Panorama-Funktion des Kugelkopfs verwende. Hier seht ihr das Ergebnis des Schwenks. Auf Reisen muss man halt erfinderisch sein.